stand. The memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Kurze Anmerkung zu Beginn, die nächsten Folgen könnten durchaus ein klein wenig kürzer werden, da ja jetzt Heiligabend ist heute und in den nächsten Tagen dann natürlich auch die Weihnachtsfeiertage, wo ich nicht so viel Zeit haben werde zum Aufnehmen, das heißt die Folgen werden wohl etwas kürzer werden. Ich muss mal gerade gucken, warum auch immer wieder die tägliche Pflege nicht abgeschlossen ist. Ich habe keinen Plan und ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Plan und ich habe keinen Platz. Ich muss dringend mal ein bisschen ausmisten, jetzt dadurch, dass wir so unheimlich viele Sachen bekommen haben in den letzten Tagen durch den Weihnachtskalender, habe ich halt wirklich nicht mehr sonderlich viel Platz. Wenn wir einen freien Inventarplatz brauchen, dann kann ich ja die Wickelgamaschen mal drauf tun. Wobei ich irgendwie in der letzten Zeit mehr der Freund bin davon, ohne zu reiten. Und, oh, wie süß das Geräusch. Sehr, sehr süß. Und dann würde ich sagen, setze ich auch unseren kleinen Cup mal auf den Boden. Ich habe mir nämlich überlegt, ich möchte ihn Cup nennen, nach Cup und Kappa. Und hier unten haben wir jetzt eine neue Quest. Ich überlege nur gerade, kaufe ich mir die Ohrringe? Sie sind schon cool, komm. Geben wir es zu, die Ohrstecker da, die Ohrringe, diese Federteile sind schon cool. Sie sind zwar leider auch ziemlich teuer. Aber sie sind halt auch nochmal was ganz Besonderes, was ganz Extras. Und mit dem Zopf fühle ich mich jetzt irgendwie so nackig. Jetzt, wo ich die langen Haare nicht mehr habe, finde ich mich damit wirklich so ein bisschen nackig. Das klingt doof, aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen überlege ich tatsächlich, ob ich mir die hole. Ich weiß noch nicht, welche. Ja, das hier wären jetzt die Kreolen. Die sind auch nicht schlecht. Die sind schon auch hübsch. Die sind ein bisschen günstiger. Aber ich weiß nicht, damit sehe ich irgendwie aus, als ob ich Esmeralda heißen müsste. Ich finde die ziemlich groß. Früher war das mal wirklich in Mode, so riesen Kreolen drin zu haben. Meine Mama hat immer Affenschaukel dazu gesagt. Ich hatte auch so riesengroße Kreolen. Mit Silber, mit Glitzer, mit allem Möglichen. Aber irgendwie ist die Zeit schon so ein bisschen rum. Man gibt es ja jetzt auch wieder mehr und häufiger. Aber ich denke mal, wenn dann eher tatsächlich die Silbernen, die sind noch nicht ganz so teuer. Und ich bin sowieso eher eine Person, die Silber trägt. Ich steige jetzt so ein bisschen auf Roségold um. Auf Rosegold. Das werdet ihr heute am späten Nachmittag noch auf meinem Simply Cuddy-Kanal sehen. Noch, Werbung. Eigenwerbung hier. Eigenwerbung stinkt. Ich weiß. Aber das wird mich jetzt mal interessieren. Ich werbe ja jetzt quasi von meinem Vlog-Kanal auf meinem anderen eigenen Kanal. Ist das dann überhaupt die Eigenwerbung im klassischen Sinne, dass man woanders hinkommt und sagt, hey, guck mal auf meinem Kanal vorbei. Das finde ich immer so nervig. So, zurück zum Thema Accessoires. Ja, was hätten wir sonst noch? Die grauen sind auch cool. Und hier, das waren die... Eine schwarz, eine weiß. Sie sind natürlich auch am teuersten von allen, aber sehen auch irgendwie am nicesten, hätte ich fast gesagt. Sehen auch irgendwie mit am coolsten aus. Ich muss mich gerade mal noch ein bisschen anders platzieren hier. Guck mal nach vorne. Wobei ich fast die braunen... Was haben wir hier noch? Das sind so graue. Die kosten etwas weniger und... Das waren die einzigen drei Federn, ja, ne? Nun dreh mal nicht immer den Kopf so ein, ansonsten sehe ich die nicht, du Flachzange. Ach komm schon, jetzt hör mal auf. Es ist okay, du streichelst sowieso die ganze Zeit nur die Luft, Madamchen. Dann müsste ich aber so oder so, müsste ich die hier mal gerade anlegen. Oder die grauen oder die bräunlichen? Braun-weiß oder komplett grau? Hasst ihr das auch so sehr, wenn euer Charakter die ganze Zeit rumzappelt und ihr einfach nicht gucken könnt, was ihr da überhaupt gerade tut? Ich nehme jetzt mal die. So.
Die finde ich einfach mega cool. Ich weiß, ich habe jetzt in der letzten Zeit ziemlich viele Starcoins rausgehauen. Einmal für den Fuchs, jetzt auch noch für die Ohrstecker. Aber ich denke, so schnell wird jetzt für Starcoins zumindest erstmal nichts mehr nachkommen. Also wenn ich mir noch was hole, dann wird das was sein, was ich auch für Schillinge kaufen kann. Also ich habe jetzt gerade jetzt wirklich erstmal keinen Bock mehr, noch mehr Starcoins auszugeben. So, wie ihr seht, bin ich gerade nicht mehr in dem Weihnachtsoutfit unterwegs. Schöffi ja, ich nicht, aber ich mag das auch so zusammen irgendwie total gerne. Schön sieht das aus, hübsch. Ah, warte mal, haben wir hier unten in dem Shop schon geguckt? Der kommt mir irgendwie unbekannt vor. Achso, hier gibt's nur Mampf. Ja gut, das ist uninteressant. So, hier haben wir Violet stehen von den Jorvik Rangers. Jorvik Rangers oder Mistfall Rangers? Ich glaube Jorvik Rangers. Du siehst aus wie jemand, der die Gaben der Natur zu schätzen weiß. Ja, deswegen habe ich mir auch kein Metall, sondern Federn in die Ohren gehängt. Oha, hat die einen Kampf mit einem Wolf gehabt? Obwohl Wölfe sind ja eigentlich überhaupt nicht aggressiv. Klar, jedes Tier kann durch Krankheiten aggressiv werden. Aber von Natur aus sind Wölfe ja eher so, dass sie eigentlich eher ausweichen, anstatt aggressiv auf jemanden zuzugehen. So, wie Ranja auch schon sagte. Wusstest du, dass die Jorvik Rangers, nimm mal die Nase aus dem Bild, du Mustang, du. Dass die Jorvik Rangers 1919 gegründet wurden, um Jorviks wunderschöne Natur durch Erhaltung, Erziehung und Förderung verantwortungsbewusster Erholung zu schützen? Zu unseren Aufgaben gehören die Instandhaltung von Wegen und Lagern, der Schutz von Wildtieren, die Suche und Rettung, die Brandbekämpfung und die Aufklärung. Wir legen besonderen Wert darauf, Trailreitern sichere und verantwortungsvolle Optionen zu bieten. Wir suchen immer Freiwillige, die uns bei unserer Mission helfen. Bist du vielleicht interessiert? Das klingt doch gut. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ja, aber wir haben jetzt... Ja, hier, wir können jetzt bei den Jorvik Rangers Ruf sammeln. Muss ich jetzt dann auch jedes Mal fleißig Dailies machen, damit ich mir die Rennen freischalte. Ich bin Violet, eine Biologin bei den Rangers. Das bedeutet, dass ich für die Überwachung von Wildtieren verantwortlich bin, um den allgemeinen Gesundheitszustand der Population zu verfolgen und sicherzustellen, dass ihre Lebensräume und auch die Besucher sicher sind, wenn sich beide im gleichen Gebiet bewegen. Ziemlich cool, oder? Ich wurde gerade in den Nebelfall-Nationalpark geschickt und habe viel aufzuarbeiten. Da kommst du ins Spiel, ehrenamtliche Kollegin. Ich könnte beim Fotografieren der lokalen Tierwelt für meine Erhebungen deine Hilfe gebrauchen. Du kannst meine Kamera nehmen, das ist okay. Nutkins, wo bist du diesmal wieder gewesen? Nutkins ist übrigens mein Pferd. Er ist eigentlich sehr lieb, neigt aber dazu, jedes Mal wegzulaufen, wenn ich mich umdrehe. Was soll ich sagen? Das ist Teil seines Charmes. Würde es dir etwas ausmachen, dich in der Stadt nach Nutkins umzuschauen und mir meine Kamera zurückzubringen? Oh je, hat er die wohl in der Satteltasche? Eieiei. Ja, dann wollen wir doch mal schauen. Nutkins haben wir schon mal stehen sehen hier irgendwo. Und zwar ist das ein brauner Mustang. Der sieht aus wie mein Cinnamon Star, mein Zimtstern. So, Nutkins ist nicht hier. Such weiter. Nutkins ist ja auch ein süßer Name, oder? Total goldig. Was mein Füchschen? Da ist Cup. Da ist er. So. Violet Studien. Anforderungen erfüllt. Also Nutkins haben wir schon mal gefunden. Das heißt, wir können uns jetzt zurückmachen auf den Weg runter zum Strand. Zu Violet. Ist ja auch ein hübscher Name, ne? Also so viel mehr werde ich tatsächlich heute gar nicht mehr machen, denn wie gesagt, ich mache jetzt die Folgen lieber ein bisschen kürzer, als dass irgendwas ausfällt. Heute Abend übrigens werde ich nicht streamen, ich glaube Fabi wird streamen, ich bin aber bei meinen Eltern, also ich komme heute nicht dazu. Ja, das ist meine Kamera. Und mal sehen, alle Objektive scheinen intakt zu sein. Wir sind einsatzbereit. Ja, wenn Objektive zu Bruch gehen, das wird teuer. Ich fotografiere ja selber sehr gerne und boah. Holla die Waldfee. Objektive sind sehr teuer, vor allen Dingen starke Teleobjektive mit einer mit hoher Lichtempfindlichkeit, die auch bei schlechterem Wetter noch gute Bilder machen. Makroobjektive sind auch recht teuer.
Also da kann man schon ganz schön viel Geld lassen. Oder Fischaugenobjektive sind auch schweineteuer. Dafür, dass sie einen recht beschränkten Einsatzbereich haben. Aber gut, anderes Thema. Bevor wir mit der offiziellen Arbeit anfangen, sollten wir sicher gehen, dass du dich mit einer Kamera auskennst. Die Hügel und Wiesen rund um Nebelfall sind übersät mit Kaninchen. Es dürfte nicht schwer sein, eines zu finden. Nimm meine Kamera und fotografiere eines von ihnen. Viel Glück. Okay, wir haben diesen Rucksack bekommen. Ich denke mal, da wird die Kamera drin sein. Ja, dann wollen wir doch mal, Chefi, oder? Auf geht's. Die Gegend rund um Dandal. Dann wollen wir doch mal schauen. Komme ich hier runter? Oh. Nicht, dass uns hier gleich die mysteriöse Weise zurückbringt. So, hier ist Kaninchen Nummer 1. Mein Rucksack ist voll. Es haut ab. Was zur Hölle? Okay. Gut, da mein Rucksack gerade voll ist und ich gerade nichts habe, was ich wegschmeißen könnte, würde ich sagen, unterbreche ich einfach an dieser Stelle mal, verabschiede mich für heute erstmal von euch, wünsche euch einen wunderschönen heiligen Abend und ja, morgen sehen wir uns dann wieder und dann werden wir die Kaninchenfoto knipsen. Also dann, bis dahin, tschüss!